So, mal gucken, was die Frau mir hier noch verkauft. Man scheint ja recht sicher in ihren komischen Laden hier zu sein. Hallo! Sie scheinen mir recht normal zu sein, oder? In der Tat. Im Großen und Ganzen, ja. Sind Sie okay? Ich konnte mich hier zum Glück verbarrikadieren, als die Dinge außer Kontrolle gerieten. Und? Kann ich jetzt gefahrlos rauskommen? Nein, das übrige Revier wird belagert. Bleiben Sie hier, bis Hilfe kommt. Ach, und kann ich hier zufällig Praxissoftware runterladen? Ja, natürlich. Die Computer wurden nicht beschädigt. Tun Sie sich keinen Zwang an. Ja, kostet übrigens ja noch Geld, ne? So, kaufen. Wir können uns noch hier Hyperdosis, bla bla, Praxiskit. Wie viel Geld haben wir denn? 10.000, das reicht genau für zwei hervorragend. So, dieser Gegenstand ist leider ausverkauft, aber kann ich noch verkaufen? Nee, okay, es geht ja nicht. Ich bleibe hier in Sicherheit. Kommen Sie wieder, wenn Sie Hilfe brauchen oder selbst helfen wollen. Ja, na bitte, selbst helfen. Was haben wir hier noch für einen Rechner? Lass mich raten, das ist der Waffenschieberrechner? Nein! Taiyong Medical Bioship. Zweifellos haben sich in letzter Zeit einige Patienten mit ungewöhnlichen 50 bis 30 Sekunden andauernden neuroprothetischen Fehlfunktionen an sie gewandt. Die Weltgesundheitsorganisation ist sich des Problems bewusst und arbeitet bereits mit uns an einer möglichen Lösung. Bis dahin stellen wir für alle betroffenen Patienten ein Wartungsupgrade zur Soforthilfe bereit. In den nächsten Tagen beginnen wir mit der Auslieferung neuer Bioships der Klasse A von Taiyong Medical. Wir sind davon überzeugt, dass diese Chips viele, wenn auch nicht alle Fehlfunktionen beheben werden. Geben Sie die genannten Implantate also schnellstmöglich im Rahmen einer neuroprothetischen Routineuntersuchung an Ihre Patienten weiter. Lesen Sie sich das beiliegende Handbuch aufmerksam durch. Da ist alle Fragen von Patientenseiten beantwortet und bitte denken Sie daran, dass jeder Verstoß gegen diese Anordnung ernste Folgen für die zukünftige Finanzierung Ihrer Klinik nach sich ziehen kann. Hochdruckvoll Abteilung für Implantatkomplianz. Ah ja, was haben wir hier noch für ein lustiges E-Book? Mech-Style. Augmented Kontur und Cyberwürfe optimierte Menschen. Das biologische Wut, bla 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 bla. Drei Seiten könnt ihr euch selber durchlesen. Viel Spaß. So, jetzt kann ich endlich an meine Gamma rumfummen. Das wollte ich eigentlich letzte Folge schon machen. Wo ist denn hier? Was müsste bei Lichtstärke, genau. Finsternis. Naja. Sieht das ein bisschen düster aus? Vielleicht ein bisschen mehr wie in den Zwischensequenzen. Ich weiß gar nicht, wirkt sich das überhaupt auf das Video-Capture aus? Weil das Video-Capturing greift ja das Bild direkt von der Grafikkarte ab. Also direkt auf dem Grafikspeicher. Dessen bin ich mir gerade gar nicht so sicher, ob es am Ingame-Gamma-Regel rumstellen überhaupt was bringt oder ob das erst in einer darauffolgenden Instanz relevant wird. Ist das hier der Serverraum? Achso, der Serverraum war sowieso weiter unten. Ach, sind wir hier, genau. Das ist ziemlich, das hier ist zum Kotzen. Der Abschnitt. Ich erinnere mich dunkel. Ja, die Chiron Medical-Typen, die haben anscheinend nicht viel zu lachen. Aber hier kann man erheblich abkürzen. Dafür habe ich übrigens das Chaos Landesystem gekauft. Ah ja, herrlich, ne? War denn das hier? Die haben übrigens dicke Winterjacken an, also keine Angst, denen passiert schon nichts. Ist das da vorne eine Tür? Ja, es ist eine Tür, aber die kriege ich in 1000 Jahren nicht geöffnet. Das ist übrigens auch keine Tür, denn mir fällt gerade ein, das ist nur eine, das ist ein Lagerraum, aber ich werde ihn trotzdem benutzen. Oh fuck. Nein! Oh. Okay, da müssen wir leider laden. Dass das tödlich war, war so nicht geplant. Aber anscheinend habe ich alle bis auf zwei gekriegt. Das war also insofern schon mal okay. Ich höre übrigens gerade Minen. Nee. Die anderen bitte auch noch hier durch die Gasgranate gelaufen. Ja, wollen die hier nicht, oder was? Ah, noch ein Pullen? Oh, scheiße, das lässt gerade nach, oder? Ah, nicht gut. Bitte auch noch her. Oha. Hm? Okay, der kriegt anscheinend nichts mit. Na gut. Aber jetzt versuchen die auf einmal los gegen mich zu kämpfen. Interessant. So, jetzt haben wir nur noch einen vor uns. Ja, den muss ich leider wieder betäuben. Okay, so besonders gut im Verfolgen sind die übrigens nicht, weil die sind sich ja nicht mal sicher, ob sie überhaupt jemanden gesehen haben. Wenn das jetzt noch nur bei... Ach, ich glaube, ich renne einfach ein paar Meter von dir weg. Also, wie gesagt, richtig gefährlich sind nur die Horden, weil die kann man halt ganz schlecht in der Masse platt machen. Weil mir jetzt... Du kannst nirgends hin. Du hättest nicht kommen sollen. Ich bin dabei gekommen und tschüss. So, jetzt liegen die hier draußen in der dicken Winterjacke. Ich meine, wenn ich jetzt... irgendwie nett veranlagt wäre, würde ich die jetzt reinziehen, aber pff, wir hatten dafür bitte schon Zeit.
So, da haben wir die erste Horde platt gemacht. Letztes Mal habe ich mich ja die Jungs vorbeigeschlichen, aber ich wollte diesen Raum hier noch hacken. Das hat natürlich jetzt leider eine Gasgranate gekostet. Das ist natürlich außerordentlich schade. Ich sollte mehr Nuke-Viren benutzen, fällt mir gerade so ein. Oh, 21 Sekunden, das ist ja... Zugriff gewährt. Na, Stoppwunder, bitte. So, was... Ach, guck mal. Na, bitte. Da haben wir sie da drinnen, die Gasgranaten. Na gut, das Sturmwirbel brauche ich nicht. Und wir haben schon mal die erste Monster-Horde beiseite geschafft. So, geht die Tür hier noch auf? Die auch nicht. Dann rennt Jensen eigentlich so komisch. Na, egal. Okay, ist ein paar habe ich zwar mehr oder weniger gesehen, aber das war übrigens der Grund, warum ich mir dieses dumme Icarus-Landesystem besorgt habe. Nur für diese eine Stelle. Nein, eine Stelle gibt es noch, wo ich das auch nochmal verwenden werde, aber größtenteils war es das wirklich jetzt. Ja, ihr habt keine Wahl, ist klar. Ich bin gerade, glaube ich, gerade einen zu tief runtergesprungen, weil ich muss ja erstmal zu Taggart in den Serverraum. Natürlich sehr ärgerlich. Als ich hier entdeckt werde, ist übrigens auch total Wumpe, weil die komischen Viecher kommen, ich glaube, ich mag mich erinnern, die kommen nicht mal irgendwelche Leitern hoch, also Leitern runter und, naja, die sind halt recht in der Bewegung eingeschränkt, die Zombies hier, also. Der einzige Unterschied zu Zombies ist bei denen hier eigentlich, dass sie nicht stöhnen, sondern die ganze Zeit irgendwelche Monologe führen. Habe ich die jetzt alle woanders hingepult? Cool. Das ist natürlich auch nicht schlecht. jetzt sind die alle woanders hingelaufen, hervorragend. Na gut, das hätte ich mir ja nicht gedacht, dass es so geklappt. Ja, ich glaube, der erste Trick ist wirklich, mitten in der Gasgranate stehen, die alle ranzulocken. Also wenn man ein Maximum an Leuten wegcatchen will, dann wird das wahrscheinlich am besten funktionieren. Ich habe jetzt nochmal 2 Praxispunkte gekauft, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch investieren soll. Okay, nicht. Gewährt. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, was könnte ich mir denn noch leisten? Ich kann mir noch die verbesserte Sicht, ich kann mir noch besser Heben leisten. Ich kann mir noch einen Akkubär kaufen. Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt schaffen kann, wenn man auf Maximum spielt, dass man, ob man da alles leveln kann. Ja gut, komm, hau mal die Wände durch. Leveln war das auch noch. Ach schön, na gut. Ich glaube, alle Dinger könnte schwierig werden. Da müsste man wahrscheinlich wirklich bis zum Letzten alle bewusstlos schlagen und auf maximale Plasmagewehr. Ich nehme es mal kurz. Da müsste ja mindestens ein Magazin drin sein, dann können wir es nächstes Mal zeigen. Haben wir das Plasmagewehr auch mal gesehen. Aber wie gesagt, eigentlich brauchen tun wir es nicht. Was ist das da unten für Punkte? Ich kann ja mal kurz quicksafen. Mal kurz ein paar Zombies damit erschießen. Einfach nur mal zu zeigen, wie es so aussieht, das Plasmagewehr. Also es kann mir hin... Boah. Also man könnte, wie gesagt, also der Counter-Strike-Spieler könnte es sich richtig einfach machen, sag ich mal. Ich meine, man muss ja wirklich nichts tun, außer das hier. Ich meine, das wäre so einfach, wenn man die ganzen armen Zivilisten einfach erschießt. Es ist wirklich unglaublich, wie einfach man es sich machen könnte. Wir haben ja gerade gesehen, die leisten keinen echten Widerstand, die Jungs. Wenn man da unschuldig, also wenn man unbedingt darauf steht, unschuldige Menschen zu erschießen, dann ist das hier überhaupt gar... Die Beschreibung von der Plasmawaffe könnte ich vielleicht nur durchsehen. Effektive Fernwaffe, die mehrere dicht beieinander stehende Ziele schadensbefügt. Beschreibung. Die Plasmalanze ist eine Hightech-Waffe der nächsten Generation, vielleicht die fortschrittlichste Erfindung für das Schlachtfeld des 2020er Jahre. Sie projiziert entlang eines ionisierten Bahnen einen Blitz oder Impuls aus superheißem Plasma auf das Ziel, das bei mittleren und schwer gepanzerten Zielen erheblichen Schaden anrichtet. Manche werden sogar schlichtweg aufgelöst. Und die Kadenz nie... Die Reichweite ist begrenzt, die Kadenz niedrig. Außerdem kann Dauerbetrieb von Überhitzung führen. Upgrades, bla bla bla, unterstützt keine. Mir fällt gerade ein, ich glaube, ich nehme die Plasmawaffe wirklich mit. Ich schmeiß einfach hier meine Pistole weg. Und. Beziehungsweise beide Pistolen. Ich meine, die schallgenannte Pistole brauche ich auch nicht mehr. Weil mir fällt nämlich gerade ein Einsatzzweck an. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass ich damit gerade schon rumgeballert habe. Dass ich jetzt nur 20 Schuss habe. Aber naja, was soll's. Wie gewonnen, so zerronnen. Ich finde wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Munition. Mir fällt gerade ein, wo ich die Plasmawaffe vielleicht doch nochmal gut gebrauchen könnte. Jetzt sind mir natürlich wieder die Zombies auf den Fersen, ne? Die haben mich gerade gesehen, wie ich das richtig gesehen habe. Na, mal gucken, wo die langlaufen. Ist der Mob hinter mir? Na gut. Ich muss irgendwo da hinten lang, wo die gerade stehen halt, ne? Das ist nicht so schön. Aber da hinten kann ich auch noch rein. Da ist ja mein Entdeckerdrang mal wieder geweckt. Da müssen wir da erstmal rein. Warte mal. Hören die mich? Die haben mir die ganze Zeit Hallo. Ich bezweifle sehr, dass sie mich hören. Also hier liegt auf jeden Fall noch eine Schrotflinte, die wäre sicherlich auch super, um... Die wäre sicherlich auch super, um harmlose Zivilisten zu erschießen, bin ich mir ganz so sicher. Ey, wie viele da auch einfach nur rumstehen, ne? Warum habe ich denn jetzt eigentlich 2 Energiezellen? Oh, ich habe mich vorhin verklickt und habe, glaube ich, aus Versehen Schokoriegel gefressen, oder? Ja, habe ich.
Naja, sowas kommt vor. Was waren auf den Slot hier eigentlich? Ach, die Pistole war da, glaube ich, vorher. Naja. Ziehen wir die MP-Granate. Ach, die MP-Granate war schon auf dem Slot. Naja, 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 naja. So. Ey! Beruhigt euch! Hören Sie mich! Bei mir sind Überlebende! Wir haben uns in einem Maschinenraum eingeschlossen! Habe ich jetzt Taggart vergessen? Helfen Sie uns! Ja, natürlich hast du keine Wahl. Warum ist denn da ein Kissen? Moment, ich muss mich kurz umsehen. Also, das ist hier feindlich. Wie gesagt, das ist hier feindlich. Das ist eigentlich überhaupt gar kein Problem. Das ist nicht weiter problematisch. So! Achso. Access granted, Lockdown disengaged. Das ist ja schön. Weiß gar nicht, glaube hier unten rennen auch wieder Leute um. Was ist das hier eigentlich für ein lustiges Ding? Achso, es ist einfach nur so ein. Ach ja, gut, bei Hochdruckrohren sollte man vielleicht ab und zu mal doch das Ding die ganze Zeit überprüfen. Also quasi kontinuierlich. 161 Meter? Oh, Jungs. Haben wir hier noch eine Plasma-Rifle? Ich hätte jetzt gerne noch mehr davon. Ja, ein Sturmgewehr. Wie das Spiel einen zum Massenmord verleiten will, ne? Oh. We are bracing apparatus in this area. This. Was liegt denn da noch Schönes? Ich will da rein. Hm, naja. Ach hey. Na gut. Machen wir es uns einfach. Ein bisschen pullen. Ist natürlich jetzt sehr bedauert. Aua! Hallo! Helfen! Boah, wie man sich nicht bewegen kann. Also größter Nachteil ist übrigens gerade, dass ich keine Waffe habe, mit der man laut in die Luft schießen kann, ne? Oh. Ah, brauchen wir noch eine. Na gut. Schleichen wir uns an den Rest vorbei. Man könnte natürlich auch da oben noch das Audiogeschütz aktivieren, ne? Oh fuck. Ich hätte ja auch mehr an der Seite vorbeischleichen können. Naja. Man hätte sich so einfacher machen können. Ich habe ja zwei Gasgranaten, sagen wir mal, verschwendet, aber ich glaube, hiernach kommen gar nicht mehr so große Horden, beziehungsweise, also hier wäre man ja echt schlecht an dir vorbeikommen, wenn ich nicht wissen, die Hälfte weggemacht hätte. So. Habe ich jetzt eigentlich alle Leute um diesen Serverraum vergessen, oder, Oh, warte mal, ich glaube, ich habe jetzt vor Sekundärziele beide ignoriert, oder? Oder? Hä, warum werden mir eigentlich die Sekundärziele nicht eingeblendet? Ich würde gerne die anderen auch noch machen. Wie jetzt? Warte mal, wann das letzte Quicksave denn? Letzte Autosave, Schnellspeicherung war 56, das ist... Naja, 5 Minuten her, okay, das passt. Dann speichere ich gar nicht mehr weiter, sondern renne jetzt einfach durch. Und guck mal, ob ich jetzt, ob da unten das mit dem Serverraum war, oder ob ich da jetzt eiskalt dran vorbeigelaufen bin. Okay, gut, ich habe alles falsch gemacht, ich hätte nochmal laden müssen. Ich bin scheinbar an der falschen Stelle vorbei. Na gut, dann kann ich die einen 10 dann vielleicht doch nochmal ein bisschen mit weniger zivilen Verlusten machen. Bin ich jetzt? Ach, hier mit der Plasma-Rifle. Hier war das. Na gut, dann machen wir nochmal das Gleiche. Hauen den alten Revolver weg. Hauen die Pistole weg. Der Revolver wäre, wie gesagt, super praktisch, um Leute ranzulocken. Aber naja. So, dann nehmen wir nochmal die Elektroknifte. So. Ich will mal kurz gucken, dass man mir, wenn man bitte mal anzeigen könnte. Sie. Ach so. Hä? Wie jetzt? Achso. Schön. Er möchte mir bitte mal die Sekundärziele auf der Karte anzeigen. Ich finde die doch sonst nicht, die Freunde. Ich glaube, ich muss hier wieder hoch. Also, Taggart ist, weiß ich, ist woanders noch, aber... Ja, dass mich jetzt hinter mir herrennt, ist natürlich jetzt sehr ärgerlich, aber was soll's. Kriegen mich eh nie. Bleiben alle halbe Stunde stehen und fuseln doof rum. Das wird schon. So, mal gucken. Nee, falscher Raum. Hier wollte ich gar nicht hin. Wo war denn das noch? Ich würde auf jeden Fall noch mit Taggart und den anderen da reden. Das, weil die sind hier ja noch irgendwo, ne? Serverraum hat es sich eingeschlossen. War das der Meinung, dass das, wo ich davon dran vorbeigelaufen bin? Dass das hier irgendwo war, der Serverraum. Verdammt. Verdammt mich. Hier war das Medizindings. So, dann war hier. War hier die Umkleidekabine? So, hier kann man rein. Genau, jetzt schlägt es ja 18 hier. Das 18? Warum schlägt es denn 18? Eigentlich schlägt es normalerweise immer 13. Gut, hier war der eine Typ in seiner Umkleidekabine. Der war ganz toll alleine. Der war ein bisschen einsam. Kann ich voll nachvollziehen. Ich glaube, man kriegt eine volle Batterie, wenn man das einmal levelt. Dann kriegt man immer einen umsonst drauf. So, weil hier war sie.
Ah ja, okay, da werde ich wahrscheinlich eher nicht so reinkommen. Was sagt denn die Karte zu dem Thema? Gut, die Karte zu dem Thema sagt hier, dass hier Sackgasse ist. So, dann gucken wir mal weiter. Alter, die Wand hier hat... Na gut, das war wahrscheinlich nur eine Verkleidung. Das würde ich mich echt wundern, wenn hier die Wand so eine dicke Delle reinkriegt. So, mit O, wohlgemerkt. So, dann gehen wir hier mal weiter. Denn hier links geht es nicht weiter. Hier rechts ist ein Exit. Hm. Wo soll jetzt dieser dumme Serverraum sein? Warte mal. Nee, das war ja das andere Ding. Nee, halt, warte mal. Ach! Wenn man hier auf der obersten Etage komplett einmal durchrennt, dann geht's da vorne nochmal links ab. Ah! Denke ich mal, zumindest. Kann ich jetzt nicht so ganz noch... Ich höre schon wieder Zombies. Ah! Hier geht's weiter. Haha, da haben wir es doch. Dann kann ich mal nochmal quicksafen. Oh, hier gibt es sogar noch Kameras, das ist ja schön. Server Room, Mensch. Oh Gott. Das ist jetzt aber nicht. Wah! Sicherheitshub. Ich weiß nicht, wie sehr ich mich darauf verlassen kann, dass sie mich nicht überfallen. Was? Ich kann gar nichts anderes hacken außer das Ding. Na gut, machen wir es so. Hier, ich muss auf jeden Fall mal die Nukes einsetzen. Achso, ich muss noch einen dritten Punkt erobern. Na gut. Ich habe einen gehackt und alle anderen habe ich weggenukt. Mich trotzdem entdeckt. Ach, schön. Zugriff gewährt. Na gut, so, komm, Meisterhacker, bla bla bla. Dum, 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 machen wir die Kameras aus. Deaktiviert ist der Turm schon. Ach, guck mal. Oh, ja, ich könnte einfach Taggart erschießen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So. So, muss ich jetzt endlich durch oder kann ich hier irgendwie... Ich glaube, ich kann die Jungs hier auch einfach komplett ignorieren. Ich meine, ich könnte hier eine Gasgranate reinwerfen, aber hey, warum sollte ich? Ach ja, diese Zombies. Wohnt hier Taggart drin? Oh, hier liegen auf jeden Fall hier noch mehr Zombies rum. Ach hey! Tastenfeld benutzen, Mensch. Ich könnte natürlich auch einfach nett an der Scheibe klopfen und fragen, ob sie mir aufmachen, aber nein, das ist Meister-Hacker Jensen, macht das natürlich nicht. Der hackt natürlich erstmal das Türpanel. Ich kann doch den Server hacken, sehe ich gerade. Dann machen wir das halt. Gut, dass ich hier den Spam gehackt. Na klar, wurde ich entdeckt. Natürlich. Ah, ist aber nicht mehr besorglich. Juhu! Mir fällt gerade ein, der Dialog mit Taggart dauert, glaube ich, länger. Ich glaube, dann mache ich hier schon mal die Folge, den Cut, auch wenn das bei 17 Minuten irgendwas ist, oder 18 Minuten. Und mache die nächste Folge den langen Dialog. Ich glaube, das ist dramaturgisch besser.